Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Inazuma 11. Ja, in der letzten Aufnahme ist auch wieder so einiges geschehen. Ich laufe schon mal los. Wie ihr seht, müssen wir zur Rode Revier. Und da fängt uns gerade Nelly ab. Warte, bleib stehen. Wo bist du, Mark Evans? Nelly, was ist denn? Wir wollten gerade zum Rowdy-Revier, hinter der Sporthalle. Zum Rowdy-Revier? Was wollt ihr da überhaupt, wenn ihr eigentlich trainieren sollt? Hä? Ich wollte nur einen Freund von einem der Rowdys helfen, der... Ich habe doch gesagt, wenn ich euer Klüppchen managen... soll, dann will ich markenlose Siege sehen, oder? Aber im Moment sieht's ja eher so aus, als müsste ich mir da erst gar keine Hoffnung machen. Gut, dass ich vorbereitet bin. Ab sofort wird das Team nach meiner Methode aufgebaut. Ach, neun, nicht meiner. Nach einer neuen Methode aufgebaut. Nach einer neuen Methode? Sag mal, was willst du damit sagen? Die Teams, die ihr bisher besiegt habt, hatten zum Teil wirklich stärkere Spieler, als ihr es seid. Anstatt euch zu trainieren, sollten wir lieber diese Spieler in unser Team kommen lassen. Was sagst du da? Ja, geht das denn überhaupt? Für eine einflussreiche Familie wie die Raimonds ist das kein Problem, die guten Spieler zu finden. Deine Aufgabe ist es nur, sie abzuholen und ins Team zu integrieren. Ja, ich spreche von Abwerben einiger guter Spieler aus anderen Mannschaften. Oh, wundervoll, jetzt können wir tatsächlich andere Spieler anwerben aus den Teams. Wirb Spieler von gegnerischen Clubs ab und nach. Sieh zu deinen Mitspielern. Sprich mit Nelly, um Spieler abzuwerben. Damit könnten wir zum Beispiel die besten Leute von Occult oder der World Junior High zu uns holen. Genau, davon reden wir hier. Wenn ihr nicht die Leistung bringt, die wir brauchen, verliert ihr euren Platz an jemanden von außerhalb. Schrecklich, wie soll ich denn noch die Ruhe der Leckerlis von Omas Laden? Was redest du denn da? Wenn die Stars anderer Teams für uns spielen, ist das doch fantastisch. Du bist unverbesserlich. Mal sehen, ob du das auch in der nahen Zukunft noch sein wirst. Jeder ist auf dem Prüfstand. Hä? Also gut. Ich bin im Clubhaus, wenn ihr mir etwas zu sagen habt. Sprecht mich jederzeit an. Okkult, da will ich wieder jemanden holen. Dankeschön. Danke, Nelly. So, jetzt machen wir uns bereit. Danach geht's dann zum Rodo-Revier an der Sporthalle. Ja, die Football Frontier Vorrunde hat angefangen. Wir haben das Blitz-Trampolin ausgeführt und somit konnten wir auch Wild Junior High besiegen. Unsere zweiten Kandidat. So, Moment. Ne, da war er. So, du willst abwerben? Ja, ich will abwerben. Von Occult. Verstanden. Kommen Sie herein, Sie wissen ja, was zu tun ist, oder? Spiel aus der Mannschaft für Ihr Team rekrutieren. Ja, wird sofort erledigt. Ah, natürlich, sie schickt wieder einen los. Apropos. Warte mal, Celia ist unterwegs, ne? Genau. Wir suchen ja Mittelfeldspieler. Ja, zwei Siege haben wir schon vorgenommen. Oder war das der erste Sieg? Occult haben wir besiegt. Ich glaube, sie war auch eine Vorrunde, ne? Wild Junior High und jetzt sind diese Brainwashing unsere nächsten Gegner. Aber darauf müssen wir uns erstmal wieder vorbereiten. Denn wir brauchen einige Spieler. So.
Zack. Oh, verdammt. Ausweichen. Oh, ich bin Nachteil. Das war wohl nix. Komm. Block ihn ab, block ihn ab. Shadow, du machst das. Du bist unser bester Mann im Team. Oder vielleicht auch doch nicht. So, ablocken. Feuer gegen Feuer. Los, Shadow. Lauf, 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 lauf und... ich glaube, Volley passt. Volley passt. Und jetzt BAM! Zieh das Ding rein. Okay. Zwar von der... von der Seite, genau in den... hinter den Pfosten, aber okay. Das Spiel ist so programmiert, bitteschön. Normalerweise wäre das aus. Aber Tor ist Tor. Und Shadow ist unser Mann. Zack, jetzt helfen wir mal diesen komischen Typen. Wo haben wir, wo ist denn der noch da unten? Der Rowdy-Platz. Hier sind auch noch ganz viele Truhen. Rugby Club will uns auf die Nerven gehen. So. Schießen, nein. Hol den Ball, hol den Ball. Und schießen. Wildside, komm schon. Bring den Ball ins Tor hinein. Genau so. Hurra! So würde ich das sehen. Level up. Sehr schön. So, da haben wir noch eine Truhe. Powerriegel. Ab in den Rowdy Club. Ah, Truhe. Noch ein Powerriegel. Sehr schön. Dann helfen wir mal. Den müssen wir umdrehen, ne? Ich glaube, du bist der Typ, nach dem wir suchen sollten. Hm. Mit dem ist tatsächlich nicht alles ganz in Ordnung. Marc, ich glaube, der will es wissen. Na gut, den zeigen wir es. Dann zeigen wir es ihm doch einfach. Ich verliere Fußballspiele auch nicht gern. Muss Fußball treten. Ja, komm. Dein Wortschatz ist auch nicht gerade das Beste. Rowdy Wachen. Okay. Oh. Das war natürlich Bombe. Das war Bombe. Erstmal schön den falschen Spieler angespielt. Aber das war alles Taktik. Denn so können wir lockerflockig hoffentlich ein Tor schießen. Oder auch. Tja, dann versuchen wir es noch einmal. Von mir aus. Nochmal der Nachschuss und diesmal geht er rein. Harte Arbeit zahlt sich aus. Genau, harte Arbeit zahlt sich aus. Genau das sage ich auch immer. Oh, Schutzarmband. Nein, verloren. Ich, was habe ich? Das war wohl nicht genug, ich glaube. Der ist noch nicht ganz klar. Na und, versuchen wir es mit einer Schocktherapie. Wildside, jetzt das Blitztrampolin. Wie? Jetzt? Warte mal, das kommt jetzt etwas plötzlich. Achtung, ich komme. Verstanden. Sieht so aus, als wäre es jetzt wieder alles in Ordnung. Was habe ich? Und das hier, das haben wir doch
Kerl von der Brandwashing über den Kopf gestülpt. Aber wieso? Hm? Was ist das überhaupt? Ach du, immer so ein Gehirnapparat oder so. Gehirnkontrollapparat. Als ich das Teil auf dem Kopf hatte, hatte es meine Kräfte vervielfacht. Ach so. Aber nicht nur das, das waren auch die Stimmen in meinem Kopf, die mir sagten, was ich tun soll. Die Jungs von der Brainwashing hatten auch solche Dinge auf, von denen kaum wohl auch ihre Kraft. Wenn ihr gegen sie spielen wollt, solltet ihr zunächst herausfinden, was dieses Ding eigentlich ist. Fragt doch erstmal den Lehrer im Physiksaal. Ich habe auf das Ding sowieso keine Lust mehr. Stimmt. Wir untersuchen dieses Teil und finden heraus, warum das Team der Brainwashing Junior High so stark ist. Seltsame Apparatur halten. Hey, ich zähl auf euch. Würde echt nicht auffallen, wenn die mit ihrer Maschine durchkehren. Also, enthört ihr Geheimnis und bringt diese Jungs ins Schwitzen. Das hier ist das Rodel-Revier. Das sieht ja noch nachschäbiger aus als erwartet. Echt widerlich sowas. Wer ist denn das? Ah, hatte ich mir schon fast gedacht, dass es Nelly ist. Nelly, was machst du denn ausgerechnet hier? So, wie ich hier den Abschaum der Schule sammelt, kann ich diese Zone nicht länger ignorieren. Und diese Apparatur, die ihr habt, mit eurer Spezialtechnik eben funktionsuntüchtig gemacht. Ja, denke schon. Aber wieso fragst du? Mit dieser Technik eben habt ihr zwar die Rowdies hier geschlagen, aber im Brainwashing-Team sind 11 Spieler. Glaubt ihr, dass dieser Trick bei so vielen Leuten funktioniert? Was? Sag mal, was willst du damit eigentlich sagen? Könnte es vielleicht sein, dass ihr eine stärkere Spezialtechnik braucht? Eine stärkere Technik als unser Blitztrampolin? Und wo sollen wir die... Mein Gott, ich kann nicht mehr... Alter, ganz ruhig. Und... Mann, ich weiß nicht, was da immer los ist mit mir, dass ich immer Wörter verdrehe und alles. Aber ich bin halt mentig. Ich will es schnell hinter mich bringen und dann ist es zu schnell und... Machen wir es nochmal. Eine stärkere Technik als unser Blitztrampolin? Und wo sollen wir die wohl hinkriegen? Oder herkriegen? Das wird sich dann schon finden. Und selbst, wenn ich nicht so wäre, eine Niederlage ist für euch keine Option. Das wisst ihr ja. Was? Was denkt sie sich eigentlich? Und wieso ist sie überhaupt hierher gekommen? Weiß ich auch nicht so genau, aber sie führt doch sicher wieder irgendwas im Schilde. Wir sollten vorsichtig sein und zunächst einmal herausfinden, was das für eine Apparatur ist. Stimmt, wir sollten wohl den Lehrer im Physiksaal mal fragen. Der Physiksaal ist doch im Westbau, im Erdgeschoss, oder? Da sollten wir jetzt zuerst hin. Du kannst jetzt im Westbau betreten. Auf zum Physiksaal. Eine Sperre hat sich gelöst. Wundervoll. Ist hier noch irgendwie was? Hahaha. Hier haben wir noch. Ein Sporttrink. Ja, gut. Dann auf zum Lehrer. Hey, lass mich hier raus. Da bin ich mal gespannt, was das für eine Apparatur ist. Aber sieht aus wie Gedanken. Irgendwas mit Gedankendingern. Gehirnkontrolle. Kann man auch sagen. Diesmal hat er angehalten. Wieso sonst
Jetzt hat er angehalten. Ich verstehe es nicht. Ah, nein. Direkt auf den Mann zu schießen ist... Oh, los. Bleib mal hier stehen. Bleib doch mal... Mein Gott. Shadow. Einfach mal stehen bleiben. Und hier. Okay. So langsam geht ihm auf die Nerven. So, du kannst schon mal gleich laufen, denn ich blocke einmal ab. Zack. Und du kannst schon mal voranlaufen und schießen. Und diesmal hältst du ihn nicht. Wundervoll. Gewonnen! Level up! Altes Armband.